Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zur dritten Folge des GOT-Projektes Die Good Old Times. Wir machen hier weiter bei SimCity 4 und wir haben hier eine Mission. Dr. Wu klaut Bus. Der hinterhältige Doktor hat einen Bus beschlagnahmt und will, dass du ihn fährst. Bring den gestohlenen Bus zum Haus eines bösartigen Erfinders, damit er eine Stinkbombe mit Geschwindigkeitsauslöser anbringen kann. Setze den Bus dann an der vereinbarten Haltestelle ab. Hast du Erfolg, dann wird die Stinkbombe ausgelöst, sobald der Bus schneller als 50 Meilen pro Stunde fährt. Hahaha. Bürgermeisterbewertung minus 60. Das möchte ich mal ausprobieren. Okay. Wo müssen wir hin? Rechts rum. Da unten ist die Polizei. Okay, die fährt aber irgendwie raus. So. Fahr jetzt zur Bushaltestelle. Okay. Bis sich das Auto im Kreis dreht. Oh, was ist hier? Die Polizei hinter mir her? Als Bus hat man ja jede Menge Leben. Das ist eine kaputte Straße, da ist ein Schlagloch. So. Sehr gut, die Passagiere werden nicht wissen, was eigentlich passiert ist. Meine bösen Pläne gehen dank deiner Beiträge ausgezeichnet auf. Jetzt ist die Bürgermeisterbewertung nach unten gegangen, oder wie? Das ist eigentlich nicht so, meinst du? Okay, was ist das da? Vielleicht sollten wir ja hier mal ausbauen. Okay, geht irgendwie nicht. Strahlung. Gesundheit. Oh, Gesundheit ist nicht so gut. Wasser, Energie. Kriminalität. Ah, jetzt Verkehr. Okay, nur hier ist so schlimm. Sonst geht's eigentlich. Pendels morgens, Pendels abends, viel Stau. Ja, das ist doch normal. Landwert. Okay, das ist hier oben ja schon mal nicht so gut. Bürgermeisterbewertung. Hier nicht so gut. Wieso nicht? Wegen der Bushaltestelle. Oh, okay. Müll? Müll gut. Okay. Luftverschmutzung, nichts. Okay, hier oben, das ist klar. Wasserverschmutzung ist auch klar. Strahlung haben wir nicht. Lebensdurchschnitt, jung. Okay. Zonen. Ah, okay, Zonen.
Energie haben wir, für Wasser haben wir Aktivität. Nee, Attraktivität. Da ist noch okay, und für das geht's gar nicht. So, Industrie, Agrar. An der Hauptstraße gar nicht. Okay. Sehr interessant. Hightech ist auch hier, wollen sie gar nicht hin. Okay, warum wollen die denn nicht zu einem... warum wollen die denn nicht... zu einer Bushaltestelle? Ja, der hat doch schon ein Casino. Wollen die nicht an der Straße bauen? Fraglich. Sehr fraglich. Die Mautstation bringt ja kaum was, oder? 10, wow. Nachbarschaftshandel. Ah, okay. Feuerwehr. Ja, geht schon, geht schon. Sind wir etwa beim gleichen und ihr wollt geringe Dingsbums haben. Was wir eigentlich machen? Was passiert eigentlich mit dem? Stellt Erholung für Sims sicher. Aha. Flupp. Ja, wenn das so ist, dann könnt ihr gerne hier oben auch nochmal bauen. Wenn ihr das unbedingt möchtet. Was ist eigentlich mit Schienen? Es gibt eine Monorail. Es gibt Schienen. Hier haben wir noch erhöhte Schnell. Ah, okay. Hochbahn, U-Bahn gibt es auch noch. Und Flughafen. Hier haben wir schon alles. Hier kommt noch die große Pumpstation. Hier gibt es noch ein Solarkraftwerk. Atomkraftwerk. Was ist denn ein Handelsabkommen? Ich speichere erstmal. Was ist das hier eigentlich? Warum ist uns, glaubt man, Bürgermeister? Ein Gebetshaus? Ach du Scheiße, warum ist das so riesig? Verdiente Fahrzeuge.
benötigt Krankenhaus, benötigt großes, benötigt Polizei. Giftmüllwagen, benötigt Giftmülldeponie. Okay. Benötigt Giftmülldeponie. Kommen hier dann noch weitere Sachen dazu, oder? Zweitligastadion. Ja, anscheinend gibt es dann noch eine Giftmüllstation irgendwann später. Was kann ich hier eigentlich machen? Ah, okay. Okay. Bürgermeister, die mangelnde Finanzierung der Müllabfuhr in Kartoffelnhausen wird bald zu einer Krise führen. Jedes Blumenbeet in der Stadt riecht nach faulem Fisch. Wenn ihr sagt, ich bin geizig, dann... Nee. Machen wir mal so. Wasser, Bürgermeister. Das Finanzamt scheint seine Akten über Gelder für die Wunde in Brand gesteckt zu haben. Wenn sie den Brand nicht bald mit etwas Bargeld löschen, kriegen wir Probleme. Zum Beispiel Rohrbrüche und so. Wenn sie nicht sofort etwas unternehmen, haben sie in wenigen Sekunden eine Stadt voller heißer, ausgetrockneter und verdammt wütender Sims am Hals. Oh mein Gott. Ja, 500 mehr gibt's aber nicht. Die wollen immer noch mehr. So, jetzt wollen sie gerade aktuell gar nichts. Gut, dann bauen wir hier noch ein bisschen die Straßen aus. So geht es jetzt. Wieso nicht? Ach. Die Busstation im Weg. Na, sag das doch mal einer, Mensch. So. Warum geht es hier noch nicht? Gebiet zum Bau nicht geeignet. Dann machen wir es so.
Okay, das geht nicht. Warum geht das nicht? Okay, machen wir mal Pause. Warum geht denn das nicht? Oh, das war knapp. Ah, okay. Es kann nicht an so eine kleine Straße angebunden werden. Aha. Hier unten doch auch gleich mal aus. So. Gut. Rat ist überhaupt nichts erwünscht. Okay. Wir haben aber auch keine Ereignisse. Wie funktioniert denn das Ganze mit Export nach draußen? Huch. Jetzt gehe ich hier nochmal rein. Was ist denn mein Sim? Jawohl. Niklas Neumann. Warum ist die Gesundheit schlecht? Wir haben doch... ist schlecht. Na gut, also wir hauen das da oben rein und nehmen dafür dann das da weg. So, was haben wir hier? Der kleine Raimund Speck muss in die Schule. Die Eltern des kleinen Raimund haben einen privaten Schulbus. Okay, wenn das Bürgermeisterbewertung plus 80 ist, dann mache ich das. Und dann machen wir das noch schnell. Und dann würde ich sagen, dass die Folge, glaube ich, beendet.
Hä? Warum? Nein, hör auf. Wo muss ich denn hin? Ich muss irgendwo da nach hinten. Ach du Heilige. Kein Wunder bestellen die ein Privatding. Wie süß die Kinder applaudieren. Zur Schule, bevor es schellt. Na gut, das kriegt man hin. Was ist hier passiert? Wir bringen dich zur Schule, kleiner Specki. Oha. Der kleine Raimund Speck muss zur Schule. Der ist rechtzeitig. Er sitzt sicher entspannt und gemütlich in seinem Klassenzimmer und lernt, wer weiß was. Lernt, wer weiß was. Okay, seine Eltern sind sehr froh. Du solltest eine Privatschule in Kartoffelhausen bauen. Man glaubt, dass der kleine Speck dort vielleicht glücklicher wäre. Beim Bau steht nichts mehr im Wege. Du musst nur zahlen und einen Bauplatz aussuchen. Wow, du musst nur zahlen. Sehr schön. Und einen Bauplatz aussuchen. Dann nehme ich den da. Was haben wir hier? Ausgerutscht auf Lama-Mist. Fluggerät-Trainingsmission. In dieser Mission lernst du die grundlegende Fluggerätsteuerung kennen. Wenn du sie vergisst, schau einfach. Okay. Fliege bis zum blinkenden Ziel, bevor die Zeit abgelaufen ist. Okay. Wo muss ich denn hin? Gut geflogen. Okay, danke. Die Steuern müssen laut Niklas Neumann erheblich gesenkt werden. Oh, okay. Dann machen wir halt mal 11. Ist das zu viel? Schlaglöcher im Straßenbudget. Mehr machen wir auf 100. Gut. Was haben wir hier? Jenny braucht Hilfe. Was ist die Alternative? Zombiehirne. Oh je. Minus 60. Plus 80. Ja, okay, das machen wir schnell. Ja, wir überziehen ein bisschen, ist doch vollkommen okay. Ich habe ja gesagt, wenn da jetzt noch was Spannendes passiert, dann machen wir das. Und jetzt passiert ja was Spannendes. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht mehr, dass man fliegen konnte. Oder dass man Fahrzeuge steuern kann. Das ist ja echt geil. Dass sie das in SimCity 5 wieder rausgenommen haben. Ist eigentlich schade drum. Schnell ins Krankenhaus. Muss ich da jetzt genau auf dem Haar landen? Ich hoffe nicht.
Juhu, plus 80. Was immer noch senken. Ja, warum? Ja, klar, die Bürger wollen immer, dass Steuern gesenkt werden, ist ja klar. Noch weiter senken? Boah. Übersicht, Bildung. Wieso geht ihr denn nicht arbeiten? Ja, das Bildungsding steigt. Das ist doch schon mal gut. Schlaglöcher. Hey. Peter Richter. Gut, also, das war's für diese Folge. Etwas überzogen, aber ihr dürft euch ja drüber freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis denn. Ciao.